Es ist etwas Schönes, lieber Gott, wenn zwei Menschen zueinander finden und Ja zueinander sagen können. Man muss ja nicht gleich wie Helene Fischer atemlos durch die Nacht rennen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist, wenn einem die Liebe erfasst und sich im Bauch nicht nur Schmetterlinge bemerkbar machen, sondern vielleicht ganze Vogelschwärme unaufhaltsam herumschwirren. Nirgendwo sonst als in der Liebe sind deshalb die Gefühle von himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt so nah beieinander. Ich will bis an mein Lebensende mit dir zusammenbleiben. Ich freue mich riesig auf die Zeremonie, auf das Fest und es wird ein ganz schöner Tag für uns. Und ich glaube, den werden wir unser Leben lang nicht vergessen. Euer Leben wünsche ich euch Gesundheit und Glück, offene und ehrliche Gespräche, Verständnis und Vertrauen und von allem nur das Beste. Seid glücklich und genießt euer Leben. Martin, ich frage dich vor Gott und dieser christlichen Gemeinde, willst du mit Anita, deiner Ehefrau, nach Gottes Gebot und Verheißung leben, sie als Gottes Gabe lieben und ehren und ihr in Freude und Leid treu bleiben, bis der Tod euch scheidet? Willst du, dass Gottes Liebe euer gemeinsames Leben begleitet? So antworte, ja, ich will. Ja, ich will. Dann ist es kein Wunder, dass sich Menschen in bestimmten Phasen ihrer Liebe wie im siebten Himmel fühlen, also in ganz außerweltlichen Zonen. Anita, willst du mit deinem Ehemann Martin nach Gottes Gebot und Verheißung leben, ihn als Gottes Gabe lieben und ehren und ihm in Freud und Leid treu bleiben, bis der Tod euch scheidet? So antworte, ja, ich will. Ja, ich will.